Liebe Freunde der Dokumentierrettung, ich bin sowas von sauer, ich bin angepisst, ich bin entsetzt über die Handlungen der Behörden, des Führungsstabes, der Politik, der Feuerwehr. Es ist sowas von unter aller Sau. Wir sind jetzt seit 3 Tagen im Krisengebiet hier in Erftstadt. Die Feuerwehr behindert und weigert sich strikt, dass wir den Tieren helfen, die seit 3 Tagen in den Wohnungen zurückgelassen wurden, nicht versorgt werden und langsam vor sich hin sterben. Teilweise befinden sich Tiere in Notlage. Wir konnten gestern mit viel Mühe und Not, wir haben viel Zeit, viel Geld investiert, um hier vor Ort zu sein und in einer Notsituation zu helfen. Laut Aussage von den ganzen Leuten, inklusive den ganzen Politikern, ist es so, dass denen die Tiere komplett scheißegal sind. Ich rede jetzt in meiner Bauernmanier, weil ich einfach nur noch entsetzt bin. Das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun, das hat nichts mehr mit Sicherheit zu tun oder sonstiges. Natürlich befindet sich im Krisengebiet hier die ein oder andere Gefahr, wo man sagen muss, Mensch, das ist ein Gefahrenbereich, das könnte Menschenleben gefährden oder uns gefährden, wenn wir da reingehen. Aber es gibt genügend Bereiche, die überhaupt nicht gefährdet sind, wo nur Wasser war und wo wir die Tiere rausholen können. Darin werden wir behindert. Wir werden jedes Mal wieder unterbrochen. Dann gibt es Menschen, die zeigen Verständnis, Polizei, die uns dann auch in das Gebiet reinlassen. Und jetzt stehen wir wieder da und können nicht handeln. Es sind etliche Adressen, die wir haben, die wir direkt ansteuern können, wo wir die Tiere sofort rausholen können. Und die Feuerwehrleitstelle, das Krisenzentrum hier in Erftstadt, weigert sich, uns den Zugang zu geben, da wir, da das alles noch unsicher ist und wie auch immer. Ich finde, Menschenleben gehen vor, ja, okay, ist nicht meine Meinung, aber verstehe ich, ist verständlich. Nur irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo dann zumindest irgendwann die Tiere kommen und man die nicht elendig da oben verrecken lässt. So, und da muss was passieren, aber ganz dringend. Ich bitte mit diesem Aufruf alle, die irgendwo was zu sagen haben, was zu machen haben. Wir sitzen hier, wir haben nur noch den heutigen Tag Zeit, das zu tun. Ja, es sind schon einige Tiere hier gerettet worden, ob das Vögel sind, ob das Katzen sind, ob das Hunde sind. Wir brauchen uneingeschränkten Zugang sofort. Und ich weiß nicht mal weiter, das ist sowas von zum Kotzen. Es wird von Umweltschutz, von Naturschutz, von Tierschutz gesprochen. Und das wird alles nur mit Füßen getreten. Das ist so dermaßen, in den letzten 8 Jahren, wo ich hier die Tierrettung betreibe, habe ich so viel Scheiße gesehen. Und nichts wird getan. Das ist alles nur noch, ich bin sowas von sauer. Ich könnte heulen, echt, ich könnte heulen, an einem Stück. Wir sind hier 200 Meter vom Krisengebiet entfernt und können nicht handeln. Und sind hier die Hände gebunden und die Feuerwehr setzt sich hier auf ihr Zimmerchen da oben und macht hier die Welle. Das geht nicht mehr. Das ist unverantwortlich, sowas. Also wenn bei einer irgendwas nicht aufsteht, dann ist das okay, wenn einer keine Lust hat. Aber wenn es um unsere Tiere geht, wenn es um unsere Natur geht, wenn es um unsere Umwelt geht, dann muss man handeln. Ja, Klima hin und her, ja, überall Einschränkungen, ja, weil sie da Steuern draufhauen können. Was soll die Scheiße? Ich will, dass die Tiere gerettet werden. Und wenn das nicht offiziell geht hier, dann werden wir rigoros vorgehen und eingreifen.
Ich habe sowas die Schnauze von voll. Das geht so nicht weiter. Bitte, wenn irgendeiner was machen kann, helft uns. Lasst das alles viral gehen hier. Die Zustände, das geht gar nicht. Dankeschön, Leute.